Zweiter Versuch. Gerade 10 Minuten gesabbelt und habe vergessen, auf Start zu drücken. Auf Aufnahmen. Ah ja, es kann passieren. Kann passieren. Moin Moin, willkommen zurück bei Electric RC. Ja, ein kleines Infovideo, kleine Bekanntgabe, kleine... Oh, wie wird es 2022 bei mir im Basher-Bereich laufen? Und zwar, das Bashen habe ich natürlich nicht aufgegeben, auch wenn einige von euch immer noch der Meinung sind, dass ich aufhöre zu bashen. Nein, ich tue es nicht. Aber es wird ein bisschen anders laufen als in der Vergangenheit. Und zwar war es immer so, dass ich... habe ich noch Fritz? Ich habe Durst. Dass ich immer meist mehr Basher hatte, als ich wirklich... präsentieren konnte, wirklich gut und ausreichend präsentieren konnte. Das will ich jetzt ändern. Und zwar werde ich mich auf maximal 3 Chassis im Jahr fixieren, fokussen. Und genau das werden wir auch durchziehen. Ich habe 2 Chassis hier. Eventuell, wie gesagt, maximal auf 3. Wenn mich einer so richtig noch juckt, richtig, wo ich richtig Bock drauf habe, dann kommt noch mal was Kleineres. Ein 1-10er vielleicht. Mal gucken. Welcher mich immer noch juckt, ist der Kyosho Madvan VE. Der, da habe ich richtig Bock drauf. Aber anderes Thema. Diese beiden werdet ihr hauptsächlich im Basher-Bereich bei mir 2022 sehen. Das ist der Plan. So möchte ich ihn eigentlich auch durchziehen. Und zwar, wenn wir von diesen beiden reden hier, heißt es, wir reden vom Arma Mojave EXB. Ne, das ist die Extreme Basher Variante, das ist die voll ausgetunte Variante. Das ist ein Roller-Chassis, da ist keine Technik drin, da ist alles voll getuned. Und wir reden vom schon zweimal gezeigten Hongnuo Mega Booster. 6S, 2200 kV, wasserdicht, Monster-Truggy, wegen den Rädern. Ich gucke mal, dass ich den auch mal mit anderen Rädern fahre, weil ich die im Grunde eigentlich, ich meine, es sieht geil aus, aber im Grunde finde ich sie einen kleinen Ticken zu groß. Aber egal, das ist alles das, was wir dann 22 richtig schön ausleben können und genauso möchte ich es auch machen. Kommen wir mal zuerst zum Arma. Ich habe wieder ein Arma. Ein Arma. Eigentlich hatte ich mal gesagt, keine Armabäscher mehr, aber es hat sich ja dann mit dem Felony auch getan. Den hatte ich wieder dann schon, den hatte ich nicht lange. Das ist ja auch etwas, was ich dann halt versuche zu vermeiden. Ich möchte ein Auto mal länger haben und wirklich die Kuh wirklich melken. So richtig schön rein in das Thema, um das Auto würdig zu behandeln als YouTuber. Ach, was ist denn heute los? Influencer. Alles gut, so wie ihr mich auch immer nennen möchtet. Ich hole mich jetzt mal ein bisschen näher ran, damit wir uns die beiden Autos nochmal ganz genau angucken können. So, der fällt hier, der Mega Booster fällt gleich vom Tisch, aber egal, der kann das ab. Wenn er das nicht ab kann, hätte er kein Basher werden dürfen. So, der Mojave. Ich weiß nicht, ob ich bei der Kletthalterung bleibe. Einerseits ist sie ja gut, andererseits, weiß nicht, könnte sie mich nerven. Es sind ja genau meine Farben. Schwarz-Rot, fehlt noch ein bisschen Weiß, hat er hier ein bisschen Schrift. Schön. So sieht das ganze Chassis aus. Voll getuned von Arma an sich. Das Ding kommt so aus dem Karton. Funke ist natürlich nicht dabei, weil keine Technik mit dabei ist. Na, dieser riesen Rammer vorne, hier mit, auch mit Gummilippe dran. Diese massiven Dämpferbrücken, die schönen Dämpfer, dieses... Also wenn natürlich Technik drin ist, will das ein bisschen besser arbeiten hier, aber dieses weiche Fahrwerk, genauso muss der sein. Wer mich die letzten Jahre verfolgt hat und wusste halt um meinen Team Magic 4S Seat, der wusste, dass ich auch den Seat nicht gerne gesprungen bin, sondern eher gern gefahren bin. Einfach Offroad fahren, bisschen mit Vollgas über den Schotter ballern, Staub aufwirbeln, das war das, was ich am liebsten im Basher-Bereich mache. Sag ich, wie es ist.
einfach ein bisschen die Sau rauslassen. Dazu gehört auch ein bisschen Springen, aber keine hohen Sprünge. So. Und dafür war der Seat perfekt. Und dafür ist auch dieser Wagen hier mehr als perfekt. Der kann das nämlich auch richtig gut. Da habe ich mir schon richtig Videos angeguckt. Irgendeine Feder quietscht hier. Das dürfte aber auch bald vorbei sein, wenn er gefahren ist. Wir haben Stabis drin. Wir haben vorne, hinten echt sehr gute Rammschutz. Wir haben in der Mitte hier so einen Halter. Wenn er mal auf der Karo landet, auf dem Dach landet, dann kommt der Käfig von drin, stützt sich hier ab und dann kann nichts einknicken. Das finde ich auch sehr gut. Wir haben extrem massive Chassisstreben. Wir haben diese lange Chassisstrebe hier oben, die das ganze Chassis vor dem Verbiegen schützen soll. Wir haben ein Akkufach. Wir haben alles getuned hier drin. Also es ist Wahnsinn. Finde ich richtig geil, das Ding. Der Servohalter ist aus Alu komplett. Der Motorhalter ist ein Schlitten. Mittel Diff, Stahl HZ. Wir haben einen sehr lange geraden Antrieb. Ja, nicht hundertprozentig gerade, aber ziemlich gerade. Das sieht alles schon wirklich sehr gut aus. Ich habe da wirklich richtig Bock drauf. Pivotball-Halterung, die Räder sehen sehr gut aus. Hinten sieht nach CVDs aus, ja? Vorne hinten CVDs, in der Mitte auch. Also sechs CVDs, finde ich sehr gut. Mag ich. Ich werde das Ding höchstwahrscheinlich auch 6S fahren. Dafür muss ich nochmal gucken, dass ich mal gucke, welchen 6S-Akku ich da reinhaue. Ich möchte ungern 2x3S, weil ich das ungern, also ich möchte es vermeiden, dass er unnötig schwer wird. Ich habe zwar noch eine Max 8 Kombo liegen, die funktioniert auch wunderbar. Und ein Servo auch. Da könnte man das erstmal mit Max 8 Kombo fahren und dann den eigentlichen Plan, den ich machen wollte, mit einer Max 6 Kombo. Was haltet ihr davon? Schreibt das mal in die Kommentare. Soll ich erst mit Max 8 und dann als Vergleich mit Max 6 fahren? Was meint ihr? Das würde ich gerne mal eure Meinung dazu wissen. Ich bin tierisch gehypt, was das Auto angeht. Die Karo-Halterung soll nicht die beste sein, aber auch da werden wir im Laufe der Zeit dann Option-Parts dafür haben. Und zwar habe ich das Auto hier Chris abgekauft und der hat ja noch einige Teile dafür liegen. Auch diese kompletten Radkästen hier, diese Mudguards, die man über die Räder packt, damit kein Dreck ins Auto kommt. Das habe ich auch noch dann im Grunde bei Chris liegen. Ich habe es noch nicht, ich habe Chris noch nicht gesehen. Das kommt aber noch dann, sobald wir das Auto fahren. Und ja, das ist der Plan, was den Mojave angeht. Ihm richtig die Zeit geben, die er verdient hat. Und ihm einmal richtig zeigen. Auch wenn... Na, kriege ich es jetzt hin hier, oder? Ich die Karo nicht auf. Dann bleibt er jetzt so. Scheiß drauf. ihm die Zeit geben, die er verdient hat. Ne? Ich packe ihn jetzt mal wieder ins... Nein, ich packe ihn nicht ins Regal. Ich lasse ihn hier stehen. So, und dann haben wir noch den Hongnor Mega Booster. Der Hongnor Mega Booster, wie gesagt, den bin ich ja schon mal gefahren, hat überraschend gut performt. Wirklich, wirklich gut. Hat einiges ausgehalten. Deswegen ist er hier auch ein bisschen staubig. Der ist ja schon gefahren und stand jetzt auch ein paar Monate bei Michael rum, bei Microspeed. Nochmal vielen Dank dafür, Michael. Und auch den werden wir testen über Langzeit, wirklich intensiv fahren. Und dann gucken wir mal, wie lange hält, ob er lange hält und wie gut er wirklich ist. Weil die erste Fahrt, muss ich wirklich sagen, war wirklich richtig gut. Die hat wirklich Spaß gemacht. Und ich habe mich auch nicht geschont. Mir wurde gesagt, bitte Marcel, hier ist die Funke, testen. Gucken, ob er kaputt geht. Hongnor möchte das wissen. Habe ich gemacht, ist nicht kaputt gegangen. Hat gehalten. Positiv. Auch das werden wir machen. Ne? Den werden wir aber höchstwahrscheinlich hauptsächlich 4S fahren, bisschen mit der Ritzelung arbeiten, den Motor kühl halten, damit er auch mit der höheren Ritzelung arbeiten kann. Und dann gucken wir mal, wie gut wir das alles hinkriegen. Ich habe nämlich auch wirklich Bock auf das Auto. Ne? Und damit haben wir dann nämlich auch einen, was wir halt mit Mojave entweder sehr wenig oder gar nicht machen werden, das Springen machen wir dann mit dem hier. Ne? Ja. Ja, da geht es dann auch noch los. Da hat der gute Michael mir noch ein paar Infos zugeschickt, die ich unbedingt wieder oder mit euch teilen muss. Deswegen wir einmal kurz pausieren. Und zwar zum Mega Booster.
Erstens, Hongnuo kommt tatsächlich aus dem Wettbewerb und wurde auch lange unter Yamara vertrieben. Ich glaube, das hier Yamen hat er. Yamen oder Yamara? Ich glaube, es war Yamara. Ich glaube, er hat sich übertippt. International war man auf großen Rennen vertreten. Das ist richtig. Hongnuo, Bereich Asien, östlich des Globus, sehr, sehr massiv vertrieben. So, der Mega Booster basiert auf dem X2 CRT-Chassis, der vor Jahren als Panzer-Truggy galt. Ne? Da habe ich auch schon von gehört, soll ein sehr, sehr beliebtes Auto gewesen sein. Ja, glaube ich, hat er auch sehr gut bewiesen, muss ich sagen. Dann natürlich, den Kunden erwartet natürlich auf basierend des der großen Erfahrung, die man mit dem Chassis hat, ein ausgereiftes Auto mit Hobbywing-Technik, nicht mit hier V1, V2, V3, V4, sondern das Ding ist da, das Ding gibt es ja auch schon ein bisschen und hat bisher, soweit ich jetzt recherchiert habe und gesucht und recherchiert habe, ja, keine negative Presse gehabt, sondern eigentlich bisher nur positiv. Ne? Und was natürlich ganz klar ist, das Auto ist schon seit ein, zwei Wochen bei Microspeed zu erwerben. Soll auch als Roller, ich bin der Meinung, ja, als Roller soll er auch da sein. RTR und als Roller, von daher sehr gute Option, falls man sagt, ich habe Technik zu Hause. Oder habe keine Technik zu Hause, kann man dementsprechend gleich so bestellen, wie man es braucht. Sehr gut. Und das ist das, das ist mein Plan für 2021. Und zwar den Autos wirklich die Liebe schenken, die sie auch wirklich verdient haben. Weil nicht ohne Grund machen wir dieses Hobby, weil wir es mögen, weil wir es lieben. Sondern weil wir, wie ich, völlig abhängig davon sind, völlig süchtig. Und der gehört doch darüber, ne? Lass mich ja jetzt nicht los. Was sind denn diese? Da. So, muss ich auch mal üben. Ja, der gehört komplett darüber, über den Frontbumper. So, jetzt sitzt er richtig. Ja, das ist der Plan. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon? Ich finde, das ist ein guter Plan. Also eventuell nochmal den Kyosho Madvan VE dazu, damit wir ein bisschen Abwechslung haben, was zum Springen, was zum Ballern einfach so und was Kleineres. Ja? Aber bei dem VE muss ich erstmal gucken, wo ich den herkriege. Und das wird schon. Ne? Ich mache das jetzt hier mal wieder zu. Ich finde, das ist eine deutlich schlauere Variante, als jetzt 12 Basher im Jahr durchzuballern. Übertrieben gesagt natürlich, und obwohl ich auch das schon hatte, 12 Basher im Jahr durchzuballern und einfach jeden einmal zu zeigen, 2 Akkus fahren und dann sagen, ja, das war's dann jetzt, schön einen auf Influencer. Das war das Review zu dem Auto, bin ich 2 Akkus gefahren, liebe eBay-Kleinanzeigen, Abfahrt. Ja, mache ich eigentlich nicht gern, habe ich gemacht, aber habe es nie gern gemacht, deswegen will ich es jetzt so machen. Na? Machen wir so. Aber trotzdem, wie gesagt, reinschreiben. Gut, das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gern einen Daumen nach oben da, ein Like. Wer noch kein Abo da hat, lässt auch gern bitte ein Abo da. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ordnung muss... Nein, ich muss dann das Bild noch machen. Ich wollte gerade sagen, Ordnung muss sein. Ich mache... Räumen Sie da ins Regal. Aber nein! Tierbild muss auch fotografiert werden. Und wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!